Hallo Leute, hier ein kleines Infovideo, warum, wie, was bei mir zurzeit los ist. Als allererstes einmal Overwatch, der neue Hero, Brigitte. Ich habe es nicht geglaubt, dass sie es wird, weil ich habe gedacht, das ist sicher ein Ablenken, aber wie ihr seht jetzt wahrscheinlich Footage davon. Und ich finde sie super, sie ist super zum Spielen, sie ist so ein Mini-Reinhardt, der auch ein bisschen wie Roadhog ist und auch heilen kann, also irgendwie drei Sachen in einem. Also sie wird definitiv wahrscheinlich mein dritter Main. Was Orisa nicht geschafft hat, was Moira nicht geschafft hat, was Doomfist nicht geschafft hat, es ist einfach sofort dieses Wohlfühlen beim Charakter, wenn man ihn startet, wenn man mit ihm anfängt zu spielen. Das war bei Sombra so, das war bei Mercy so, das war jetzt bei ihr so. Ja, nächstes Thema, Sombra hat sich auch verändert, das war gestern. Da switche ich wahrscheinlich dann auch auf ein Footage von dem um. Finde ich auch super gelungen, dass sie jetzt zum Beispiel Genji und Pharah und so weiter auch hacken kann. Die dadurch nicht fliegen können und Genji nicht springen kann. Hanzo kann auch kann nicht Wall klampen und so weiter. Das finde ich super. Das sind erstmal die ersten Sachen. Dann ich habe jetzt endlich Kingdom Come Deliverance bei GOG gekauft. Möchte es jetzt dann auch anfangen zu spielen. Leider ist aber noch der Patch 1.2.5 noch um und nicht der 1.3er, wo eigentlich noch Performance-Verbesserungen sind. Ich weiß nicht, wann ich anfange, das zu spielen, ob ich trotzdem anfange zu spielen oder ob ich noch warte, aber ich habe es mir mal bei GOG gekauft jetzt und ich würde es dann spielen wollen. Jetzt fragt euch, warum sollen wir beim Kingdom Come Deliverance spielen zuschauen? Weil die Bösen sind ja Ungarn, ich das verstehe und ich euch das auch übersetzen kann, was sie dort sagen. Also, das ist der Unterschied zwischen mir und Gronkh und den anderen Leuten, die das jetzt alles spielen. Ich verstehe die Bösen, das kann ich dann aber auch als Vorteil dann nutzen, weil es wird dann irgendwann eine Mission geben, wo du dich auch reinschleichen musst zu die Ungarn, in ein kleines Dörfchen oder so und dich als Ungar ausgeben musst und dort auch die Sprache lernen musst und dort dann die richtigen Sachen drücken musst. Zum Beispiel, das ist auch ein Vorteil dann für mich. Dann, ich habe eine Mercy-Figur gekauft, die stelle ich euch dann entweder, ich weiß nicht, ob ich es unboxen soll, ich habe es jetzt mal nicht angeboxt, aber jetzt sieht ihr wahrscheinlich ein Bild davon. Ich habe mich gekauft und ich weiß nicht, ob ich es unboxen soll, es hat mich verschiedene Gesichter, die du switchen kannst bei ihr. Das würde ich gerne rauf tun, aber ich bin halt so der Mensch, ich möchte es nicht aufmachen. Drum, weiß nicht, ob ich es machen werde. Was sagt ihr, soll ich ein Unboxing machen, soll ich es aufmachen oder soll ich es dann mit dem neuen Gesicht wieder zurücklegen? Sagt mir das, was ihr dazu meint. Nächstes Thema. Ich arbeite zurzeit, weil ich ja die ganze Zeit, wenn ich warten muss während eines Overwatch-Messes, spiele ich mich bei der Heldengalerie, bei den Tönen, bei den Sprüchen herum. Und da habe ich mir überlegt, dass ich jetzt wirklich mal ein Lied anfange. Nur schnell zusammengestoßen, also das Hardcore-Lied. Das habe ich auch angefangen zu machen. Also darum war ich die ganze Woche nicht so beschäftigt. Gespielt habe ich natürlich auch, aber das waren nur so kleine Sessions, wo ich halt schnell die XP, die Tages-XP einfach erreichen wollte oder die Lootboxen erreichen wollte und deswegen habe ich nicht gestreamt. Season 9 Placements, wann ich die machen werde, ich habe keine Ahnung. Ich möchte sie zwar jetzt wirklich dann langsam machen, wahrscheinlich wird es am Wochenende, aber ich werde sie wahrscheinlich zweimal aufteilen auf 2x5 oder wahrscheinlich so, dass ich mal wirklich nicht alle auf X mache, sondern wirklich auf zwei Videos aufteile. Dann, Gewinnspiele. Ich habe wieder eine Liste gemacht und jetzt ist es im Handy nämlich. Gewinnspiele, ich habe wieder ein paar Keys zu vergeben. Die werde ich dann irgendwie raushauen bei irgendwelchen Videos. Ich würde nämlich in nächster Zeit auch ein Video machen, wo ich erstens einmal Essen teste oder Trinken teste, das würde mich interessieren, ein, zwei Sachen, die würde ich nämlich, da würde ich die Kamera dann mitlaufen. Dann würde ich ein Video machen gerne, wo
Videos mit Spielen, mit Gratisspielen, welche, was sind die besten Gratisspiele und so weiter, das würde ich auch gerne machen. Dann, wie gesagt, schneide ich gerade ein Highlights-Video, Mercy und so weiter. Ich habe mir eine 4 Terabyte Festplatte gekauft, da habe ich jetzt die ganzen Videos rübergeschoben und arbeite von dort das alles ab. Und da geht es natürlich jetzt besser, weil ich natürlich auch wieder aufnehmen kann, was ich auch mache. Nebenbei. Ja. Ich glaube, das war's. Das sind die Sachen, die mir zurzeit eigentlich wichtig waren und die ich beschäftigt war. Kingdom Come Deliverance, die Mercy-Figur, ob ich die unboxen soll. Die Festplatte, die ich gekauft habe und weswegen ich halt nicht gestreamt habe, weil ich halt an dem Highlight-Video arbeite, wenn ich mir die Festplatte gekauft habe und von da an halt die ganzen Daten jetzt wegschneide. Ja, Brigitte finde ich toll, gefällt mir sehr, freue mich schon, wenn sie wirklich drin ist und man hier super mit der spielen kann, außer im PTR, also super Sache. Danke fürs Zuschauen. Die Gewinnspiele, weiß ich nicht, wie ich die dann mache, wird schon irgendwie gemacht. Wenn ich mir schon was rausfinde und es kommen wieder Videos. Nur bin halt gerade mit dem beschäftigt, mit den Highlights. Und halt noch mit Arbeiten und nebenbei und anderen Sachen noch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.